Ja, seit November kann man sagen, geht es jetzt gut steil bergauf, seit ich meine Produkte halt auf Digistore halt veröffentlicht habe, um die halt von anderen Affiliates bewerben lassen zu können. Vorher waren das nur so ein paar Pfennigsbeträge, die ich dann bekommen habe, so vielleicht mal 3 bis 15 € im Monat. Da Ja. wartest du dann auch ewig, bis dann mal eine Auszahlung von Digistore kommt, weil du ein Minimum von Mindest, 50 ja. Euro brauchst. Das dauert dann. Ja, und seitdem, und da fehlt noch einiges, bis ich davon leben kann, wirklich komplett, ne? Aber das ist halt so. Ich komme weiter und ich sehe auch die Entwicklung und deswegen passt das auch. Man muss halt die Geduld mitbringen, ne? Dabei bleiben und man muss im Klaren sein, wenn man noch einen Vollzeitjob hat, mal angenommen, du bist jetzt nur auf Instagram unterwegs und verkaufst da, hast da vielleicht sogar schon einen ganz erfolgreichen Account aufgebaut und wirst dann jetzt gelöscht und unwiderruflich. Tja, fängst du bei null an. Ja. Dumm gelaufen. Dumm laufen, das Aber ja. hast du dir jetzt eine E-Mail-Liste noch aufgebaut? Grüß dich erstmal, schön, Ja, danke für die dass Einladung. du dir genau Zeit genommen hast, jetzt hier hinzukommen fürs Interview. Und ja, wie immer stelle ich gerne kurz einmal so den Zuschauern vor, wer du bist und über was wir dann vielleicht so kurz sprechen werden. Kannst du auch noch mal gerne anteasern. Ja, mein Name ist Kevin Brauner. Ich komme aus der Nähe Köln. Das sagt den Leuten mehr Als als das, was du mir gesagt hast. Sag noch mal, Bergheim. Also Bergheim. Ah, Bergheim, falls okay. das jemand sagt. Das sind die Assi-Autofahrer auf den Autobahnen, wo sich die Leute immer mit dem BMW-Kennzeichen Ja, beschweren. geil, ey. Oh Ja, Mann. ich bin voll berufstätig und baue mir nebenbei ein Affiliate-Business auf. In der Nische online Geld verdienen. Habe 4 eigene Produkte bisher, also E-Books erstellt, die auch zugänglich sind und von anderen Affiliates wiederum beworben werden können. Ja. Ja, aber mehr dazu dann im Laufe des Interviews, nehme ich an, wa? Genau. Ja, finde ich ja immer sehr spannend, so Leute jetzt hier im Berufsleben stehen und dann trotzdem sich nebenbei anfangen, was aufzubauen, weil es ja vielen da draußen so geht. Viele wollen ja irgendwo am besten irgendwie ein Business starten oder was anfangen, aber ja, dann kommen wir bestimmt auch hier und da bestimmt Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset. Da braucht man halt das richtige Mindset, dass man Ja. sich nach der Arbeit nochmal dran setzt und so. Sonst wird dann halt alles nichts. Ja. Dann erzähl doch einfach mal gerne, seit wann bist du denn jetzt so eben halt nebenbei dabei, das aufzubauen und wie bist du darauf gekommen, yo, ich will mir jetzt was aufbauen? Was war so die Motivation, alles dahinter? Also vor knapp 2 Jahren habe ich angefangen, ja, überhaupt irgendwie mal was zu machen nebenbei. Habe mir halt einen Plan gemacht, so das und das mit einer eigenen Website und dann das Ganze mit Google Ads bewerben und dann wird das schon ganz easy klappen. Ja, nach einem 4-stelligen Betrag, den ich verbrannt habe und unnötig viel Zeit, die ich verballert habe, sinnlos, habe ich dann ein Jahr später entschieden, okay, ich mache jetzt ein Coaching. Habe mir da dann einen vertrauenswürdigen Coach rausgesucht, mit dem ich auch jetzt immer noch in Kontakt stehe und zusammenarbeite. Habe dieses Coaching dann jetzt vor einem Jahr begonnen ungefähr. Ja, war also Januar, Februar letzten Jahres 2022, genau. Und ja, dann wurden die ganzen Prozesse aufgebaut. Er hat mir erklärt, wie alles funktioniert, wo der Hase langläuft. Und ja, seit November kann man sagen, geht es jetzt gut steil bergauf, seit ich meine Produkte halt auf Digistore halt veröffentlicht habe, um die halt von anderen Affiliates bewerben lassen zu können. Vorher waren das nur so ein paar Pfennigsbeträge, die ich dann bekommen habe, so vielleicht mal 3 bis 15 € im Monat. Da Ja. wartest du dann auch ewig, bis dann mal eine Auszahlung von Digistore kommt, weil du ein Minimum von Mindest, 50 ja. Euro brauchst. Das dauert dann. Ja, und seitdem jeden Monat eine Auszahlung im dreistelligen Bereich. Das war dann Geil. schon der krasse Game Changer auf jeden Fall. Boah, definitiv. Vor allem mit E-Books bisher dann eigentlich ja Genau. nur. Und dann kommen ja jetzt noch die nächsten Videokurse und so, wo man ja weiß, die kann man ja auch eh noch mal höherpreisiger ansetzen. Genau. Ne, solche Geschichten. Aber weil ich schon mal raushöre, also sagst du, also ich höre jetzt raus, dass du sagst, dass das auch sogar wichtig ist, einen Coach sich zu nehmen für solche Ja, Sachen, ne? ja. Wo du weißt, da ist jemand Experte drin. Ja, also wenn du wirklich keine Ahnung hast, eigentlich, ne, du willst das zwar, du hast ja Bock drauf, aber hast eigentlich keine Ahnung, dann ist es auf jeden Fall extrem wertvoll, jemanden zu haben, der da steht, wo du hin willst oder sich auf dem Weg dahin befindet und auf jeden Fall schon deutlich weiter ist als du, ne, Der dass eben du halt dich. aus 3 Euro mehr macht. Ja, ganz Ja, genau. Skalierbarkeit und so, ne? Ja, genau.
Ja, das ist halt echt extrem wertvoll. Ne? Sich halt ein Netzwerk aufbauen von Leuten, von Gleichgesinnten. Wichtig ist halt auch, dass man die nicht als Konkurrenz sieht. Und manche denken, ja, nur, ich muss den ausstechen und so, ne, damit die alle zu mir kommen. Totaler Blödsinn. Das Internet ist riesengroß. Platz hat genug Platz für uns alle, ja, kann man so sagen. Vor allem einen besseren oder krasseren wird es eh immer geben. Also ist ja Schwachsinn, wenn man sich dann immer vergleicht. Ja. Konkurrenz und so. Ja, ich meine, wir sind hier nicht bei Pokémon. Wir müssen ja nicht der Allerbeste sein, wie keiner vor uns war. Willst du der Allerbeste sein? Ja. Kennst du die Gefahr? Scheiße. Ja. Ja, nee, aber ganz ehrlich, also zusammen kann man halt auch viel mehr erreichen. Genau so kam es überhaupt zustande. Man hat Connections zu größeren Affiliates, die große E-Mail-Listen haben. Mhm. Die bewerben dein Produkt. Zack. Ja. Hast du deutlich viel mehr Kunden erreicht auf einmal und halt entsprechend mehr Umsatz gemacht. Und so deine Grundmotivation, vielleicht dann mal darauf einzugehen, dass du damit anfängst, lag jetzt darin, weil du dann einfach jetzt ja, wie viele aus dem Job aussteigen willst oder gibt es da noch andere? Genau. Also der Grundgedanke war auf jeden Fall, nicht mehr arbeiten gehen zu müssen, wenn das Wetter draußen doof ist oder du nur eine, also ich bin ein schlechter Schläfer und wenn du dann morgens halt aufstehen musst, obwohl du eigentlich gar keine Lust hast, ist das halt schon ein Kampf, ne? Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ne? Ja. Also unter anderem. Es gibt natürlich noch weitere Gründe. Aber ich möchte halt auf jeden Fall gerne Freiheit genießen. Ich möchte finanziell etwas freier werden, da ich halt eine ziemlich bescheidene Vergangenheit habe, finanziell gesehen. Und ich möchte mir, meiner Freundin und unseren Katzen natürlich ein schöneres Leben gönnen. Ein Haus mit Garten wäre super, wo das die Katzen, das sind Maine Coons, die lassen wir natürlich nicht raus. Aber die sollen ja auch ein bisschen Freilauf bekommen. Ja. Und das geht in unserer jetzigen Wohnung nicht. Die haben ja einen Balkon mit Katzennetz, so, aber das war es halt auch schon. Ne? Ja, und vor allem, und ich denke mal vor allem auch so Thema Ortsunabhängigkeit, ne? Dass wenn man will, man ja irgendwo auch, also gerade das hier kann man ja Affiliate und Digistore und alles, ist ja alles online, kann man ja dann ortsunabhängig machen. Genau, man kann das ortsunabhängig machen und es läuft automatisch auch ohne dich weiter. Egal, ob du krank bist, ob du schläfst, ob du Urlaub genießt oder im Kino sitzt oder... Das ist das Interessante, sich wirklich passive Einströme aufzubauen, ne? Dass dann da... Ja, das ist schon genial. Das ist geil, wenn du morgens aufwachst, aufs Handy guckst und erstmal so eine Provision siehst, das ist halt schon cool. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, definitiv. Überleg mal, stehst auf und dann siehst du, oh, 23 Euro, da hat, weiß ich, 50 Euro verdient über Nacht so, ne? Ja, und wenn du dann morgens aufstehst, zum Beispiel, es war sonntags morgens, so um kurz nach 9, hatte ich eine 120 Euro Provision. An einem Sonntag, morgen. Geil. Stell dir das mal vor, unter der Woche, da hast du mehr verdient als im Hauptjob dann. Ey, krass, ne? Ja. Und ich glaube, da sind dann ja wirklich diese, wie du gesagt hast, diese Aha-Momente, ne? Wo du dann wirklich denkst, jo, das funktioniert halt auch. Das motiviert ungemein und dann hast du natürlich Bock und Antrieb, da noch weiterzugehen. Ja, ja, krass. Vielleicht nochmal so kurz einfach erstmal vielleicht erklärt, so für die jetzt da draußen so in ein paar Sätzen einfach, was ist jetzt nochmal Affiliate-Marketing? Im Grunde ist es relativ einfach erklärt. Man kennt es auch unter dem Namen Empfehlungsmarketing. Gab es schon im Mittelalter. Ja. Angenommen, du hast kein eigenes Produkt, willst aber trotzdem mit einem Produkt Geld verdienen, dann suchst du dir einen Partner, der ein Produkt zur Verfügung hast, wo du sagst, das will ich vermarkten. Und dann magst du das. Und für jeden erfolgreichen Verkauf bekommst du eine Provision. Ja, und das war es im Grunde schon. Also that's it. Relativ einfach erklärt, ja. Ja, dann so eine typische Frage, die ich mal stelle, so Thema Voraussetzungen. Ja, sagst du, klar, jeder kann ja jetzt irgendwie damit starten, so, ne? Trotzdem sagst du jetzt rückblickend am besten natürlich, okay, die Voraussetzungen sollte man schon mitbringen, damit man ja vielleicht jetzt auch nicht, so wie du, erstmal eine Zeit lang mit 1,50 Euro rumdümpelt oder so. Also wo sagst du einfach generell, okay, das sollte man schon eigentlich mitbringen. Vielleicht auch so Basics wie Technik, Know-how oder so. PC-Dings. Ich habe heute erst jemanden wieder kennengelernt, die zum Beispiel mit Insta gar nichts zu tun hatte und dann hieß er, wie kann ich überhaupt eine Story machen, ein Reel schalten. So weiß ich meine, also deswegen, also noch so Banalitäten, aber vielleicht da mal so ein bisschen den Anfang, welche Voraussetzungen braucht man. Ja, aber wir hatten ja eben schon das Thema Mindset angesprochen. Ne? Oh ja. Die Disziplin und sowas alles aufbauen, das ist das A und O. Ohne braucht man gar nicht anzufangen. Weil wenn man schon kein Durchhaltevermögen hat, ne, wir sprechen hier von Businessaufbau, das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Ja. Das dauert. Also ich bin jetzt seit einem Jahr dabei und da fehlt noch einiges, bis ich davon leben kann, wirklich komplett. Ne? Aber das ist halt so. Ich komme weiter und ich sehe auch die Entwicklung und deswegen passt das auch. Man muss halt die Geduld mitbringen. Ne? Dabei bleiben und man muss im Klaren sein, wenn man noch einen Vollzeitjob hat, muss man sich abends halt dann nochmal hinsetzen. Ja? Mhm. Und da hilft dann so ein Bild vom Kopf. Für irgendwas macht man das ja. Zum Beispiel, ich stelle mir vor,
mein eigenes Haus, davor steht mein Ende 60er Jahre Mustang mit Fastback, dicken V8 Motor oder so. Ja, ein geiler Garten mit so einem Naturpool, stelle ich mir vor, ne? Diese Bilder vor Augen, das werde ich irgendwann haben, sind der Antrieb für weitermachen. Und ja, das funktioniert auch. Man nennt es ja auch Big Picture zu haben, ne? Ja, genau. Und das hat auch viel mit Selbstwirksamkeit zu tun, so nennt man das. Also sprich dieses sich selbst mal vorstellen, wo man sich sehen möchte. Und genau. dass das dann auch wirklich, also da gibt wirklich sogar Studien dazu, die belegen, dass diese Selbstwirksamkeit funktioniert. Dass wenn man sich jetzt, also die haben viele Athleten untersucht und die das praktiziert haben, wurden dann wahrscheinlich ja zum Beispiel, haben eine Medaille mit nach Hause genommen, als eben halt, wenn die das nicht praktiziert haben. Richtig. Und so wie du das jetzt auch quasi ja bestätigst, kann ich halt auch bestätigen, jetzt auch bei anderen Dingen, wie zum Beispiel beim Training oder so, jetzt natürlich nicht mehr erstmal, aber dass, wenn man sich vorstellt, ey, die zum Beispiel Kalisthenikübung werde ich dann wahrscheinlich können und sich halt mal vor Augen hält, dann wird das irgendwann so eintreten. Genau. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Ja, vielleicht so spontan, wie viel Zeit steckst du da so dann täglich oder ja, am besten vielleicht täglich, aber wie viel Zeit geht da so drauf, so neben der Arbeit dann? Also der Tag fängt im Grunde schon vor der Arbeit an, dass ich da schon zumindest mal ein bisschen auf Instagram zum Beispiel mal noch ein bisschen aktiv bin, dass ich da ein paar Likes verteile, Kommentare zum Beispiel. Nachrichten beantworten und so weiter, ja. Genau, dann kommt der Arbeitstag, da macht man höchstens zwischendurch mal ein bisschen, wenn es gerade passt. Mhm. Und dann nach der Arbeit geht es dann halt los, dann werden dann zum Beispiel E-Mails vorgeplant, neue Postings vorbereitet. Ja. Diverse Sachen halt. Also man hat eigentlich immer was zu tun. Die Website will optimiert werden, die Landingpages wollen optimiert werden, die E-Mails wollen optimiert werden. Und dann musst du halt die Zahlen ein bisschen analysieren, gucken. Und also am Tag mindestens eine Stunde mache ich schon. Ja. Wenn es mal so ein richtig heiß beschissener Tag war, dann auch mal vielleicht mal eine halbe Stunde oder sogar fast gar nichts. Mhm. Aber das ist okay, das darf man sich zwischendurch mal erlauben. Aber ein bis drei, manchmal auch vier Stunden noch abends kommen dann schon nochmal dazu. Wenn ich zum Beispiel ein neues E-Book dann gerade am Fertigmachen bin und dann gehört da ja auch noch eine Menge hin nebenher dazu. Und dann hat man natürlich dann nochmal ein bisschen mehr Antrieb, dann macht man nochmal mehr. Ja. Vor allem, wenn du Wochenende oder so, denke ich mal, regulär, dann weiß ich jetzt nicht, wie du arbeitest, aber wenn du auf jeden Fall frei hast, dann kannst du ja trotzdem nochmal ein bisschen Zeit investieren. Ja, so. Auf jeden Fall. Also am Wochenende gerade ist auch, da dann halt. Wochenende habe ich so gesehen auch nicht so wirklich. Da arbeite ich natürlich auch. Ja. Gönne mir aber natürlich auch meine Freizeit. Muss sein. Muss ja sein, ist auch genau. So, klar. Aber ich arbeite eigentlich jeden Tag daran. Ja. Also sieben Tage die Woche, ja. Ja, aber du weißt ja wofür. Krass. Ja, genau. Das macht ja auch Spaß. Ja. Ist ja nicht so, als müsste ich mich da durchqueren. Ich mache das ja gerne. Genau. Ich freue mich nach der Arbeit schon darauf, daran weiterzuarbeiten. Ja, also. Ja, da sieht man mal. Das ist dann wirklich Leidenschaft, ne? Deswegen bin ich mal gespannt. Ich sage ja auch vielen Gästen, ist jetzt spontan jetzt hier so, aber wenn man mag, kann man ja nochmal im Jahr nochmal sprechen oder so und dann wird man ja sehen, wo das jetzt vor allem, ich meine, du bist jetzt schon im dreistelligen Bereich vom Verdienst her und dann werden wir sehen, ob wir dann in einem Jahr von vierstellig oder noch mehr sprechen. Das wäre geil, ja. Geil. Du hast jetzt quasi ja schon so ein bisschen so erzählt wegen Aufgaben, so E-Mail etc. pp. Deswegen nimm uns da einfach mal so auf den Tag bei dir mit. Jetzt, klar, du hast ja deinen normalen Job, aber jetzt dann eben halt daneben, was für Aufgaben fallen dann da so konkreter an? Nachrichten beantworten, Likes verteilen, bla bla, aber erzähl mal so ein bisschen. Also Nachricht beantworten ist tatsächlich jetzt relativ, also ist nicht so kundenservice-mäßig. Das ist jetzt nicht so, dass sie meistens Anfragen von irgendwelchen Hiopies, die so Copy-Paste-Nachrichten einfach rausschicken, ohne sich das Profil vorher anzugucken. Das gucke ich mir an, lösche die und dann war es das. Ja. Also hauptsächlich geht es halt darum, dass es irgendwie weitergeht, zum Beispiel auf Instagram. Da bin ich momentan tatsächlich ein bisschen inaktiv, was Posting angeht. Eigentlich hatte ich immer so ein bis drei Postings am Tag angefangen. Ah, krass. Dann irgendwann ein bisschen reduziert auf zwei, drei die Woche wenigstens. Ja. War halt, bis ich dann die 1000 Follower voll hatte, da war ich dann auch voll auf Gas, ne? Die will ich haben, das wollte ich einfach. Ja. Auch wenn es eigentlich egal ist und gar keinen Wert hat, ist wirklich so. Einfach irgendwie. Ja. Ja, kenne ich. Ich kann es nachfühlen, YouTube und so. Man will dann die ersten 100 und dann die ersten 1000 jetzt, die dann bald irgendwann kommen. Ja, warum auch immer. Total Schwachsinn. Er hat gar keinen Mehrwert im Sinne von, ich habe dann automatisch mehr Aufrufe oder so. Aber es hilft einem selbst halt irgendwie, ne? Es ist Motivation dann irgendwie. Ja, typisch dann der nächste Schritt, 10.000 und so. Ja, das ist irgendwie...
Naja, man hat dann irgendwie so einen Ankerpunkt, so halt. Ne? Ja, genau. Ja, also so war es halt, ne? E-Mails vorbereiten für die Woche oder für den ganzen Monat, je nachdem, wie viel ansteht. Jetzt bald ist zum Beispiel ein großer Launch von Ralf Schmitz und seinen beiden Partnern, Sven und Tommy. Die hauen eine neue Software raus. Da gehen jetzt natürlich viele E-Mails, viele Posts, viele Stories für raus. Also das bewirbst du dann quasi auch deren... Vollkommen, ja. Da hau ich voll drauf, alles was geht. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt dann nächste Woche Sonntag. Genau, das ist so im Groben das. Man guckt sich dann auch irgendwann mal die Zahlen an. Welche E-Mail hat eine gute Öffnungsrate, welche hat eine gute Klickrate, welche Landingpage hat, also man macht Split-Tests, nennt sich das, oder auch AB-Tests. AB-Tests, ja. Dann schickt man dann Besucher auf eine Website, die zwei, also auf eine Landingpage, die zwei Versionen hat. Und dann guckt man, welche Version hat bessere Conversion erzielt, also welche wurde öfter geklickt, zum Beispiel. Und solche Dinge macht man dann halt. Ja, gehört ja dazu, ne? Du musst den Prozess ja optimieren. Richtig, ne? Damit man entsprechend auch immer mehr daraus holen kann. Ja. Da wäre interessant, da könnte ich vielleicht auch noch drin oder mitlernen, weil ich ja im Vorgespräch kurz, was wir jetzt hatten, auch gesagt hatte, wegen Mailingliste und so, weil du gerade sagtest, welche E-Mail, sag ich mal, erfolgreicher geklickt wurde, oder gibt es dann da irgendwie so ein Programm für, wo du da dann genau tracken kannst? Ja, genau. Wie heißt das? Kannst du vielleicht sogar ich nutze Clicktip. Kenne ich sogar. Ja, okay, Clicktip. Genau. Da kannst du dann genau tracken, okay, die wurde so und so viel geöffnet, die andere wurde dann halt nur so und so viel geöffnet. Es gibt verschiedene Pakete und ab einem Paket, ich glaube ab dem zweiten Paket, kann man da nämlich auch Split testen. Da kannst du dann eine E-Mail mit zwei verschiedenen Betreffzeilen zum Beispiel rausschicken und dann auf die Betreffzeile entsprechend testen. Und das gleiche kannst du natürlich auch dann mit dem Inhalt machen. Genau, welcher also Inhalt, nach dem Motto, welche Version. Wer hat auch aufgemacht und sogar im, also dann ganz unten noch den Link geklickt zum Produkt oder so. Genau, ne? Ja. Ah, geil. Ja, ja. Weil das gleiche gibt es ja auch für Webseiten. Ne? Also deswegen, also du hast einfach irgendwie eine Website, jetzt auch die Leute da draußen, die ein Unternehmen haben, dann können die ja genau sehen, wer macht den Reiter auf, wer geht unter Menüpunkt, wer klickt dann auf das und das Produkt. Da hat mich immer interessiert, so was welche Systeme stecken dahinter oder so, oder welche Software ist Clicktip in dem Fall. Ja, kenne ich sogar. Cool. Hast du noch was zu den Aufgaben oder... Jetzt hast du ja schon viel gesagt. So. Ich glaube, das kann man im Groben erstmal so stehen lassen. Ja, kann man erstmal so stehen lassen. Bei Fragen oder so gerne in die Kommentare, dann haben wir für das irgendwann Folgeinterview dann. Genau. haben wir dann genug noch. Mit welchen Themen oder welche Fragen stellen denn auch jetzt irgendwie so Leute zu den Produkten, die du vermittelst? Kommt da überhaupt großartig was zurück oder? Selten. Es gab ab und an mal bei höherwertigen Produkten, kommen dann natürlich Leute mal auf mich zu und stellen Fragen dazu. Und klar, bei ein paar hundert Euro willst du natürlich vorher dich ein bisschen informieren. Ja, klar. Das sind dann halt Fragen zum Inhalt. Also Leute, die haben halt eine Vorstellung oder wissen halt, was sie brauchen und wollen dann sicherstellen, dass es das halt auch ist, was dann deren Problem löst, wie auch immer. Ja, genau. Sowas kläre ich dann mit den Leuten. Ansonsten kommen eigentlich, wie gesagt, so Copy-Paste-Anfragen. Manchmal kommen auch Leute auf mich zu, auf Instagram überwiegend, weil ich da halt einfach am aktivsten und am präsentesten bin, ob ich ihnen helfen kann. Ja, die haben sich halt ein bisschen versucht, kommen irgendwie nicht so richtig voran und die bekommen da, wo sie halt dann angefangen haben, nicht so die Hilfe, die sie erwartet hätten. Und dann helfe ich denen halt erstmal so ein bisschen weiter und manche übertreiben es ein bisschen. Die erwarten dann von mir keine Ahnung. 1-zu-1-Betreuung am besten. Ja, genau, richtig. So ein richtiges 1-zu-1-Coaching für immer erwarten die dann quasi schon. Aber das machen wir jetzt erstmal aktuell noch nicht. In Zukunft biete ich das auf jeden Fall an. Aber erstmal brauche ich ein bisschen mehr Zeit, damit ich dann das Ganze auch vernünftig aufziehen kann. Ja, vor allem 1-zu-1-Coachings werden ja auch in den Bereichen. Aber generell, ich würde das dann auch sehr hochpreisig ansiedeln. Und das muss man auch verstehen, so, weil es ist halt dann wirklich aktive Zeit. Ja. Die du dann da, ich wollte schon fast sagen, opferst, aber ja, die du halt aufbringst. Dich aufbringen, so, ja. So, das kann man eleganter dann sagen. Opferst, als ob du da musst. Du hast ja gerade schon auch ein bisschen gesagt, so was du empfiehlst oder von wem. Deswegen vielleicht kannst du ja nochmal konkreter sagen, welche Produkte empfiehlst du so derzeit und von wem und vielleicht auch warum. Also weil du ja zum Beispiel gerade schon selber gesagt hast, hier Ralf Schmitz und so, da stehe ich voll hinter. Ja. Muss ja einen Grund haben. Genau, also Namen wie Ralf Schmitz, also wer sich mit Affiliate Marketing befasst. Also ich kenne ihn, ja. Und den Namen Ralf Schmitz nicht kennt, der hast macht du Kontakt was übrigens falsch. Zu denen? Nur mal so. Ja.
Ja, dann weißt du ja, wenn du fragen kannst für ein Interview, ne? Ist ja, ist ja, also Ralf Schmitz an der Stelle, wenn du vielleicht sogar selber siehst, dann bist du herzlich eingeladen. Ich würde Ja, mich freuen. also ich war auf dem Stammtisch von Ralf Schmitz in Köln, jetzt vor 2, 3 Wochen. Er musste aber leider kurzfristig selber absagen, da habe ich ihn dann leider nicht persönlich gesehen, aber wir haben Schriftverkehr gehabt und ich sehe ihn dann im Mai beim Community Day. Da sehe ich ihn dann und werde dann persönlich dann mit ihm sprechen auch. Wo ist der Community Day? Der ist in Koblenz. Okay, wäre ein bisschen weit, aber mal gucken. Es Vielleicht geht. kommt. Also von mir aus eine Stunde. Kann man da einfach dann hinkommen auch, oder? Nee, da musst du dir vorher ein Ticket kaufen. Ich habe natürlich einen Link für dich. Affiliate. Ich habe natürlich einen Link für dich. Wie geil, Alter. Ja, klar. Nee, wäre interessant. Aber nee, ein kleiner Spaß am Rande. Aber meine ich schon ernst. Dann kannst du den ja mal da, wenn ihr eh ein bisschen Schriftverkehr habt. Aber machen wir dann noch alles in Ja, also Ruhe. Ralf Aber Schmitz ist, weil der ist ja schon der in ist dem Bereich sehr, sehr bekannt oder auch erfolgreich natürlich, ne? extrem. Der ist mit Affiliate Marketing halt Multimillionär geworden. Ne? Ja. Ja, aber Ralf Schmitz kannst du, also der ist sehr schwer zu erreichen für sowas. Also den würde ich jetzt auch niemals jetzt nicht fragen, ob der Bock hätte, ein Freebie von mir zu bewerben oder so, weil der ist halt schon eine hohe Hausnummer. Ja. Der würde wahrscheinlich auch jetzt erstmal für mich noch nicht kommen, wahrscheinlich nicht. Ja, wo wohnt der eigentlich stadtmäßig? Weiß man das? Der wohnt in Andernach. Okay, nee, weil ich mir nur gerade spontan einfällt, weil ich ja seit neuestem auch per Zoom jetzt so Dinger mache, so Also, Interviews, für eben halt, wenn man weiter entfernt wohnt. Ja, aber ich glaube, Ralf Schmitz wäre da erstmal aktuell ein bisschen zu groß, Ja, zu krass. Aber man kann man es muss ja natürlich verkaufen. versuchen, Man kommt ja darauf an, ne? wie man verkauft. Ne? Naja. Ja. Ja, aber cool. Wer weiß, vielleicht klickt er ja drauf, wenn wir dann im Nachhinein ja eh das Interview hier rausbringen und dann bei dir in der Story, keine Vielleicht. Ahnung, vielleicht sieht er das ja mal. Klick, ach, den kenne ich doch. Cool. Vielleicht. Ja, mega. Ja, Ja. genau. Wen noch so und warum genau? Ja. Also natürlich mein Mentor, den Daniel Cox, von dem ich das dann alles gelernt habe. Und seine Mastermind-Kollegen, alle aus der gleichen Nische und die haben ähnliche Produkte oder halt gegenseitig ergänzende Produkte. Und das sind halt auch keine schwarzen Schafe. Ne? Also Die denen kennt man ja vertraue ich, auch. hinter Ja. denen stehe ich und auch nur solche Produkte, also von solchen Anbietern. Die empfehle ich dann halt auch. Ne? Von irgendwelchen Fremden oder so, da lasse ich erstmal die Finger von, die ich nicht kenne, wo ich nicht selber weiß. Ne? Wer Ja, sind vor die? allem bei solchen Leuten, die haben halt eine gewisse Größe schon, ne? Eine Ja, genau. Reichweite, da weiß man ja, okay, das kann, sollte jetzt zumindest kein Käse sein. Ja, genau. Die zeigen Ja, sich halt auch und sind auch genau. relativ Ich wollte transparent. gerade sagen, es gibt ja auch erfolgreiche Leute, die dann, aber die man eigentlich nirgendwo so findet und sieht im Internet. Genau, die das komplett anonym machen, die damit auch Ja. erfolgreich sind. Ist auf jeden Fall schwerer. Aber nicht unmöglich, Ja, offensichtlich. genau. Ja, cool. So zum Thema nochmal so ein bisschen, habe ich mir so aufgeschrieben, wer sind deine Käufer? Also sind halt schon eher so generell jetzt jüngere Leute, die generell an den Produkten da, die du halt bewirbst, interessiert sind, oder sind da auch öfter mal ältere bei? Kann man das überhaupt so sagen? Ist Es das sind schon. auch Rentner dabei. Okay, siehst du, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht direkt so Ja, gedacht. ich habe auch mit zweien davon schon telefoniert. Kannst du denn, genau, nur, sorry, dass ich unterbreche, aber kurz, ja, weiß nicht, die Produkte, die du da bewirbst, vielleicht kurz erklären, worum es da geht, dass vielleicht auch für mich jetzt Sinn macht, warum jetzt zwischen Rentner Produkt A oder B haben will. Kann man das überhaupt so erklären, groß oder kurz? Schwierig. Schwierig. Also die Rentner, die möchten sich halt ihre Rente aufbessern, logischerweise. Ja. Die haben jetzt halt eh die Zeit und vielleicht auch ein bisschen Langeweile und haben Bock halt was zu machen. Und das finde ich halt auch so genial, weil die sind ja in selteneren Fällen sind die technisch affin, ne? Und Ja, stimmt. die lernen das dann auch noch mit dabei, ne? Und Ja. das finde ich halt auch bemerkenswert. Und ja, die jüngeren Leute, ja, die haben vielleicht das gleiche Ziel wie ich. Und manche haben halt vielleicht eher so, oh, ich guck mal, ich probiere es mal aus. Und ja, wenn ich in einem Monat reich bin, gut. Wenn nicht, dann höre ich halt auf. So. Ja, ich teste mal an, aber. Ja, genau, die testen halt nur, aber ja. Im Grunde ist es immer das Gleiche. Also ich habe Produkte, die erstmal Leuten, die gar keine Ahnung haben, schon mal die Grundlagen erklären. Ich habe zum Beispiel für Instagram, wer gar keine Ahnung hat von Instagram, da habe ich nicht mal 8 € musste bezahlen. Da hast du einen kompletten Ablaufplan quasi für Instagram mit allem drum und dran. Also einer deiner E-Books dann quasi, oder? Das ist von meinem Mentor, von Daniel Ach so, Cox ist okay. das So, dann ja, eins. okay. Genau. Bei mir geht es dann zum Beispiel ums Thema E-Mail-Marketing. Wer da noch keinen Plan von hat, Ja, habe ich einen Link für dich? habe ich einen Link für dich. Geil. 0 € Echt? Download. Ja.
Aber bestimmt wieder mit, aber ist ja nicht böse gemeint. Aber hast du auch schon so Upgrades eingebaut? So? Macht man ja dann Nennt sich eigentlich. Order Bump. Ja, Genau, also aber erstmal, es Fachbegriff, krass. fängt an mit einer Order Bump. Das ist ein ganzer Upsell-Verlauf. Ja, genau. Fängt an mit einer Order Bump. Das ist ein geringpreisiges Produkt, was man wahlweise auf dem Bestellformular vom 0-Euro-Produkt oder 1-Euro-Produkt gibt es auch noch zusätzlich dazu nehmen kann, direkt. Genau, ja. Und danach folgen dann sogenannte Upsells. Ja, das sind dann quasi logisch ergänzende Produkte, Produkte zum genau, ja. Hauptprodukt, die der Kunde dann auch nochmal dazu nehmen kann, aber nicht muss. Ja. Ja, da Genau. fällt mir gerade noch spontan ein. Ich kenne ja auch viele 0-Euro-Produkte, die dann aber echt Käse sind. Aber ich hoffe mal, deine sind dann hochwertig. Also laut Kundenfeedback, was es Ja. wirklich gibt, ist jetzt kein Quatsch, Ja. ist es wohl wirklich hilfreich gewesen. Ja, aber du weißt, was ich meine. Es gibt ja so Leute, die dann, ja, hier 0 Euro ein E-Book oder so, dann hast du vielleicht auch sogar wertvollen Content, aber du denkst so, weiß nicht, dann hast du, ich habe das auch mal irgendwo da geholt, und dann hast du da 3, 4 Seiten. Wie gesagt, muss ja nichts bedeuten, aber weiß ich nicht, man erwartet ja schon, dass man irgendwie ein umfassenderes Produkt dann irgendwie bekommt oder so. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur E-Mail-Marketing höre und ich würde jetzt nur 3 Seiten lesen, dann Nee, also es sind wäre, glaube schon, ich, schon krass zusammengefasst oder ich so halt. glaube, etwas mehr als 20 Seiten sind's. Ja. Ja, okay, Sind cool. natürlich auch ein paar weiterführende Sachen, also zum Beispiel so Sachen wie Betreffzeilen, Headlines für eine Landingpage zum Beispiel. Das habe ich jetzt selber nicht erklärt, da habe ich dann halt nochmal ergänzende Produkte für empfohlen in diesem E-Book, Ja, ne? genau. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man so ein E-Mail-Funnel aufbaut und wofür E-Mail-Marketing überhaupt gut ist, ne? Warum das Sinn macht, warum das wichtig ist, ne? Das habe ich da drin halt auch nochmal genauer erklärt. Und ja, wie gesagt, war wohl hilfreich. Ja. Dann ist natürlich auch interessant, so zu wissen, wie kommst du letztendlich an Käufer? Ja, du machst ja Empfehlungen, aber wo sind so deine Kanäle? Außer jetzt Insta, hast du da vielleicht sogar auch. Ja, Mailliste wahrscheinlich. Genau, Womit also arbeitest du? Und ja, also vor allem vielleicht auch für mich interessant, aber generell auch so, die da, die anfangen wollen, war das sogar wirklich wertvoller, weil ja, so eine Mailliste ist doch dann auch vielleicht noch wertvoller, weil du hast ja eine Liste, auf die du immer zurückgreifen genau. kannst, Das Produkte hatten wir empfehlen ja eben kannst. auch schon im Genau. Vorgespräch. Ja, genau. Ja, mal angenommen, du bist jetzt nur auf Instagram unterwegs und verkaufst da, hast da vielleicht sogar schon einen ganz erfolgreichen Account aufgebaut und wirst dann jetzt gelöscht. Und unwiderruflich. Tja, fängst du bei null an. Ja. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen, das, Aber ja. hast du dir jetzt eine E-Mail-Liste noch aufgebaut? Dann ist es halb so wild, weil dann geht das Verkaufen ja weiter. Du hast die Kontakte weiterhin. Ja. Ja, die Kontakte, die du bei Instagram hattest, die sind dann ja auch weg. Die finden dich ja genauso nicht mehr. Wen wollen die dann anschreiben? Ja. Deswegen ist das halt sehr wichtig. Das gleiche, wenn dein YouTube-Kanal gesperrt werden würde, fängst du auch wieder bei null an. Das ist das halt, ne? Das ist das halt. Ich würde sagen, da machen wir an der Stelle kurz einen Cut für den ersten Teil so und dann machen wir für uns dann jetzt hier direkt fließend weiter. Deswegen wichtig nochmal in der Videobeschreibung die Links abzuschecken von Kevin. Da hat er schon auch den einen oder anderen Link für euch. Nein, aber geht vor allem jetzt um die Links auch zu deinem Insta-Kanal und so. Und ja, meldet euch da mal. Schöne Grüße dann, wenn ihr von mir rüberkommt. Und ja. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.